Nach dem Anschlag in London ist die Zahl der Todesopfer Polizeiangaben zufolge weiter gestiegen. Ein 75-jähriger Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt waren 40 Menschen verletzt worden. Ein Brite hatte am Mittwoch mit einem Auto auf der Westminster Bridge im Zentrum der Hauptstadt zwei Menschen getötet, dann auf dem Parlamentsgelände einen unbewaffneten Polizisten erstochen, bevor er selbst erschossen wurde. Laut Londoner Regierung galt er als Einzeltäter. Die Polizei hat bei Razzien allerdings zahlreiche Personen festgenommen. Alle würden der Terrorvorbereitungen verdächtigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen würden mit hunderten Beamten fortgesetzt. Derzeit gäbe es noch Razzien in Wales, in Birmingham und in London. Am Abend trafen sich hunderte Menschen am Trafalgar Square zu einer Mahnwache. Der Verkehr wurde umgeleitet, Freiwillige verteilten Kerzen und der sonst so belebte Platz versank.